Bitte, Leute. Es wird toll. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Wirklich. Wirklich, Leute. Komm. Wir kommen sonst nicht durch. Es gibt's doch nicht. Ja, Entschuldigung. Wir haben ja noch Nummern vorbereitet. Ja? Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind, denn heute ist eine besondere Sendung. Die Mitternachtsspitzen sind und bleiben die am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen. Wir feiern heute 35 Jahre Mitternachtsspitzen. Wahnsinn, oder? Also. Freunde, Entschuldigung. Was soll das jetzt? Ja, wir feiern 35 Jahre Mitternachtsspitzen. 1988 gab es die erste Sendung und im gleichen Jahr wurde ich geboren. Ja gut, ja. Bitte. Aber da kann ja Richard Rogler nichts für. Ach Mensch, Schieber, jetzt komm doch mal ein bisschen raus aus dir. Entschuldigung. In diesem Outfit kannst du in jeder Kölner Travestiebar auftreten. Ne? Ja, und in deinem Anzug kannst du da die Getränke servieren. 35 Jahre Mitternachtsspitzen, damit ist die Sendung halb so alt wie du. Ja, bitte, können wir das jetzt bitte lassen? Es gibt nichts zu feiern. Doch, was hat das Kabarett in 35 Jahren nicht alles erreicht? Ja, was denn? Ja, Kohl weg, Schröder weg, Merkel weg. Ja, Entschuldigung, wenn man Kohl exhumiert, hat er immer noch mehr Elan als Olaf Scholz da. Ja, Scholz kriegen wir auch noch weg. Ich meine, die Mitternachtsspitzen sind und bleiben die Institution, die den Finger in die Wunden der Gesellschaft legt. Ne? Ungerechtigkeit, Lobbyismus und Kriegswirtschaft. Das Einzige, was wir angekurbelt haben, ist den Kölschkonsum, Frau Wagenknecht. Und wir sind die Sendung, die wie keine andere für Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und die Rechte der LGBTQ Plus Community steht. Also ja, wir haben schon sehr viel für Frauenrechte getan. Wir beide haben immerhin schon mal zwei Frauen gespielt. Genau. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Ja, es gibt noch viel zu tun. Aber es war uns immer ein großes Anliegen, benachteiligte Minderheiten zu unterstützen. Genau, den Wölki zum Beispiel. Wir sind das Bollwerk gegen die kapitalistische Ausbeutungsmaschine da draußen. Ja, aber auch nur, weil wir sehr gut dafür bezahlt werden. Und man darf doch nicht vergessen, gerade in schwierigen Zeiten ist es doch gut, dass jemand den Menschen da draußen einen schönen Abend bereitet. Richtig. Und deshalb sind heute Abend in der Jubiläumssendung Wilfried Schmickler und Uwe Lüko als Loki und Smoky mit dabei. Ja, das. Ja, oder? Also gute Nachricht. Das. Ja, das sagst du. Ja, das ist die gute Nachricht, ne? Und wir beide besorgen jetzt mal Kippen für die zwei. Genau. Bis später. Jawohl. Tobi Heppelmann und das Zwangsgebührenorchester. Mitternachtsspitzen, was für ein Jubiläum. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals als Zweijähriger die erste Sendung gesehen habe. Einige lachen, die anderen rechnen gerade nach. Und die Leute sagen ja immer, die Politik macht es ihnen aber auch einfach momentan, Herr Sieber. Und das höre ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Die Politik macht es ihnen auch nicht einfach. Entschuldigung, wo ist das einfach, wenn selbst der Kanzler mit einer Augenklappe auftritt? Was kommt als nächstes? Habeck mit einer Fokuhila? Lindner mit so Clownsschuhen. Oh, sorry, mir ist beim Tanken der Porsche über die Füße gerollt. Wissen Sie, ich wünsche mir im Kabarett ja auch immer ein wenig Relevanz. Aber wo soll die derzeit herkommen? Relevanz aus der Politik holen ist wie eine Trockenpflaume auspressen, wenn man Apfelsaft haben will. Scholz ist des Stillstands leid. Ja, vielleicht sagt ihm mal jemand, dass er der Kanzler ist. Der Chef, der Babbo. Aber wenn er sich bewegt, rums, liegt er auf der Fresse. Ja, ja, sorry. Nein, bitte.
Die Opposition steht ja auch nicht besser da. Carsten Linnemann wirft der Bundesregierung Realitätsverweigerung vor und gibt den Grünen die Schuld für Deutschlands Niedergang. In den letzten 43 Jahren hat die CDU 32 Jahre lang das Kanzleramt besetzt. Und die Grünen genau, warten Sie, ich muss kurz nachrechnen, 0. Aber die sind an allem schuld. Das ist Realitätsverweigerung. Das ist Realitätsverweigerung. Ja, aber es geht ja noch weiter. Linnemann macht weiter. Er sagt, die Verwässerung der Bundesjugendspiele ist am Niedergang der deutschen Wirtschaft schuld. Weil da nicht mehr auf den Zentimeter genau nachgemessen wird, kackt die Wirtschaft ab und die deutsche Nationalmannschaft verliert. Und wir haben Fachkräftemangel wegen der Bundesjugendspiele. Tobi, was denkst du über die Bundesjugendspiele? Sag, hör mal, du hast ja auch Kinder. Sind die sportlich oder kommen die nach dir? Also, was soll das denn heißen? Ich hab Ehrenurkunde. Ja? Die haben damals schon zu mir gesagt, Herr Hebelmann, es war uns eine Ehre, dass Sie mitgemacht haben. Ja, bei den Bundesjugendspielen zählt jetzt mehr der Wettbewerb als der Wettkampf. Und Rennrodler Felix Loch hat im Spiegel betont, dass ihn Konkurrenz immer angespornt hat. Und das stimmt. Also Konkurrenz ist wichtig. Gerade beim Rennrodeln. Ich will mich jetzt hier nicht lustig machen übers Rennrodeln, Freunde. Aber Männer und Frauen, die im hautengen Ganzkörperkondom eine Eisbahn runterrutschen, das ist konkurrenzlos, wirklich. Aber es gibt auch Schattenseiten. Wenn gemessen wird, gerade bei Frauen, und ich weiß, ich begebe mich da jetzt auf ganz glattes Parkett, Frauen werfen oft schlecht. Wobei schlecht, das stimmt nicht, unterirdisch. Oh, das gibt Post wieder. Oh je, Frauen beim Weitwurf. Achtung. Viele haben nicht verstanden, dass... Also die Stimmung hier im Saal, die kippt langsam. Sie merken es zu Hause vielleicht. Ja? Viele, bitte, Leute. Viele haben nicht verstanden, dass wenn man weit werfen will, dass man das auch nach vorne machen muss. Dahin, wohin der Ball soll. Viele werfen das Bällchen lieber auf die Füße. Und wenn man dann auch noch misst, bin ich mir nicht sicher, ob das motiviert. Wenn es heißt Silke, minus 12 Zentimeter. Aber was lernen wir daraus? Die Ampel, die Fußballmänner, Bundesjugendspiele. Man sitzt in Meseberg in der Umkleidekabine. Und dann sagt Trainer Hansi Scholz, Freunde, jetzt gehen wir raus. Und jetzt machen wir sie fertig. Und dann geht der Habeck raus. Minus 12 Zentimeter. Das ist das Problem der deutschen Politik derzeit. Sie wollen den großen Wurf landen und treffen aber immer nur den Fuß und meist den des anderen. Und so stehen sie alle da. Aua, aua, der Lindner, der Habeck, die Baerbock, au, au. Und dann schauen sie den Scholz an mit seiner Augenklappe und denken, zum Glück tut uns nur der Fuß weh. Oh, ich merke gerade, es geht jetzt live hinüber zur WDR-Servicezeit. Viel Spaß. Hallo, hier ist eure Yvonne mit der Servicezeit. Unser Thema heute Inflation. Dank Pandemie und Angriffskrieg der Russen bekommen wir immer noch weniger für unser Geld. Aber auch jetzt werden wir die Teuerung einfach nicht los. So wie meinen heutigen Gast. Ja, der hat auch schon mehrere Weltkriege inklusive spanische Grippe überlebt. Hier kommt der einzigartige Jean Pütz. Ah, da ist er ja schon. Da ist er. Ja. Wunderbar. Ja. 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 Hallo Marianne, schön, dass du wieder dabei bist in meiner Hobbythek. Hallo Jean, ich bin Yvonne. Ja, das ist schön. Ne? Das ist die Servicezeit, ja? Wir wollen uns heute beschäftigen mit Schrickflation. Gesundheit. Ja, ich hab da mal was vorbereitet. Heidrun, guck mal, was ist das? Hä? Ja, das sind Cornflakes. Richtig, das sind Cornflakes in der Packung für 4 Euro. Wenn ich aber jetzt die halbe Menge Cornflakes in die Packung tue, ne, dann kostet die Cornflakes mehr, obwohl die Packung weiter 4 Euro kostet. Wie nennt man das? Zauberei, was, Charlotte? Naja, also
Die Verpackung verspricht etwas, was nachher nicht gehalten wird. Ja, das ist halb so wild. Das ist nämlich eine alte Kulturtechnik. Ja, aber ein Versprechen, das nicht gehalten wird, nennt man Betrug. Nein, ein Versprechen, was nicht gehalten wird, nennt man Ehe. Lieselotte. Yvonne. Ja. Hier, dieser Aufstrich von Rama war die Mogelpackung des Jahres 2022. Statt ehemals 500 Gramm nur noch 400, zum selben Preis. Ja, aber genau das war ja auch das Motto beim Bau des Kölner Doms. Riesenverpackung, ganz wenig Inhalt. Ja, aber das ist doch moralisch verwerflich. Ja, aber effektiv. Aus klein macht groß. Ich kenne mich damit aus. Guck mal, ich bin in Luxemburg geboren. Ne? Das ist ein klitzekleines Land. Einmal aufs Gaspedal drücken, bist du durch. Und trotzdem kann ja noch was ganz Großartiges daraus werden. Was sagst du, Charlotte? Yvonne. Ja. Ja, aber wenn man mir Klopapier verkauft, ja, und die Rolle ist zwar gleich groß, aber in Wirklichkeit sind es weniger Blätter und mehr Luft, dann hab ich doch weniger Klopapier. Das ist meistens scheiße, aber man kann auch kreativ sein. Man kann auch was draus machen, gerade hier beim Klopapier. Nicht umsonst hat doch so ein Klopapier zwei Seiten. Ich kann dir mal demonstrieren, wie man das macht. Nein, danke. Wir können uns das vorstellen. Ja, alles wird immer kleiner, Katrin. Bei meiner letzten Reise nach Zentralafrika 1978 zu den Pygmäen, da habe ich gelernt, man muss die Dinge einfach größer machen. Wie soll ich mir das vorstellen? Naja, jetzt, wo alles teurer wird, habe ich mir einfach einen noch größeren Schnäuzer angeschafft. Was meinst du, Wiltrud? Eindrucksvoll. Ja, und damit bekämpfe ich ja auch meine ganz eigene persönliche Inflation. Ich rechne dem WDR einfach vor, der Balken hier füllt doppelt so viel vom Fernsehbild. Also kriege ich ab sofort auch die doppelte Gage. Und schwupps, jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendung. Wir sparen uns den Rest der Gage. Danke, Klaus. Vielen Dank, Martin Meyer-Bode und Joy Sylt. Wir kommen hier aus dem Feiern gar nicht mehr raus, denn 35 Jahre Mitternachtsspitzen werden noch durch ein anderes Jubiläum fast in den Schatten gestellt. Seit genau 5 Jahren kommt Philipp Simon bei den Mitternachtsspitzen aus dem Spind und ich kann eines sagen, wir haben noch kein Mal ausgemistet. Und deshalb lassen wir ihn jetzt raus. Und er freut sich immer, wenn ich in der Anmoderation hier einmal gegenklopfe, weil dann hört er nichts mehr, wenn er rauskommt. Lasst ihn an die frische Luft. Hier ist Philipp Simon. Vielen Dank. Und haben Sie es auch schon gehört? Deutschland soll es ja wirtschaftlich richtig schlecht gehen, ne? Der kranke Mann Europas. Ja. Aber ich mache mir keine Sorgen mehr um die Wirtschaft. Nee. Der Aiwanger holt sich jetzt erstmal bei der Bayernwahl die Demokratie zurück, ne, und wird dann 2025 Kanzlerkandidat. Sein einziger Gegenkandidat ist dann der frisch gewählte Thüringer Ministerpräsident Björn Höcke. So. Und dann brauchen wir eh keine Wirtschaft mehr. Nee, da sitzen wir nämlich alle in Schlauchbooten auf dem Mittelmeer und hoffen, dass die Griechen noch ein Plätzchen frei haben. Und immer, wenn es Deutschland schlecht geht, dann dauert es keine 5 Minuten, bis Konservative und Liberale fordern, wir müssen diesen Sozialstaat abbauen. Das ist immer wie so ein Arzt, der Ihnen bei Bauchschmerzen erstmal vorsorglich die Beine amputieren will. Und ganz vorne dabei Christian Lindner, dieser autoerotische Politperformer, dem der personelle... Personality Coach schon vor Jahren eingeprügelt hat, es reicht völlig, wenn du deinen Gegner mit dem gestreckten Daumen auf der geschlossenen Mäusefaust optisch signalisierst, dass du keine Argumente brauchst. Niemals. Immer getreu dem neoliberalen Motto, zuhören ist nur was für Leute aus der Dienstleistungsbranche. Der Lindner... Der Lindner behauptet, es wurde zu viel verteilt und zu wenig erwirtschaftet. Es ist völliger Blödsinn.
In den letzten 10 Jahren haben deutsche Unternehmen Rekordgewinne gemacht. Allein 2022 haben Energiekonzerne zusätzliche Profite von 113 Milliarden Euro eingefahren. Und in diesem Jahr wollen die DAX-Konzerne über 75 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten. Gleichzeitig sind die Sozialleistungen aber kaum gestiegen. Und das, was an Erhöhungen kam, waren keine Wohltaten, sondern wurde nachweislich von der Inflation aufgefressen. Ich frage mich wirklich, wenn wir zu viel verteilt haben, warum haben wir dann immer noch eine der größten Kinderarmutsquoten in Europa? Und als Höhepunkt... Und als Höhepunkt dieser unwürdigen Debatte schachern Lindner und Lisa Paus auf offener Bühne um die Kindergrundsicherung. Sie will 12 Milliarden, er will 2 geben und dann einigen die sich in der Mitte auf 2,4 Milliarden. Ja, sind wir jetzt bei eBay Kleinanzeigen oder was? Der Lindner sollte sich einen Aufkleber auf seinen Porsche packen. Ich Schuldenbremse auch für Kinder. Zeitgleich werden aber mal ganz easy 10 Milliarden an Subventionen für eine Chipfabrik von Intel rausgehauen. Aber das muss man den Kids einfach mal sachlich bei einem Kakao erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Halbleitern und Kindern in Deutschland. Halbleiter haben hier eine Zukunft. Und by the way, Subventionen sind doch auch nichts anderes als Sozialleistungen für Unternehmen. Und wenn du denkst, der Tiefpunkt ist erreicht, dann flitzt ein strahlender Friedrich Merz um die Ecke und knattert einen populistischen Pups in die Rüstung, dass die Nieten glühen. Da fordert er bei vollem Bewusstsein, dass die Deutschen endlich mal wieder mehr Leistungsbereitschaft zeigen müssen. Das erklärt dir ein Typ, dessen Hauptjob jahrelang darin bestand, leistungslosen Reichtum durch Dividenden zu erwirtschaften. Das sagt dir der Mann, der sich gegen die Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen hat. Das ist ein Tritt ins Gesicht all derer, die in der Pflege und anderen sozialen Berufen für ein Appel und ein Ei verzweifelt versuchen, wenigstens noch die Reste dieser Solidargemeinschaft am Kacken zu halten. Das ist ein Tritt ins Gesicht der 800.000 Menschen in Deutschland, die trotz Arbeit von ihrem Lohn nicht leben können und zusätzlich Bürgergeld beziehen müssen. Warum müssen wir überhaupt mit Steuergeldern schlechte Löhne ausgleichen? Die einzige Brandmauer, die der Merz wirklich aufrecht hält, ist Reich gegen Arm. Und wie sieht es überhaupt aus? Und wie sieht es überhaupt aus mit der Leistungsbereitschaft der Vermögenden? Die OECD fordert seit Jahren von Deutschland, dass sie was gegen die Ungleichheit tun. Es gibt kaum ein Land, das Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Wenn man hier eine vergleichbare Vermögensteuer wie in Frankreich, Großbritannien oder USA machen würde, kämen hier jedes Jahr zusätzliche 100 bis 120 Milliarden Euro rein. So schnell könnten die Deutschen gar nicht vögeln, wie wir hier Kita-Plätze schaffen würden. Aber Vermögen... Aber Vermögen ist in Deutschland tabu. Da singt man lieber das alte Lied vom faulen Sozialhilfeempfänger. Was ist das überhaupt für ein Menschenbild? Eine Gesellschaft muss zusammenstehen und sich nicht das schwächste Glied in der Kette rauspicken, um Druck abzulassen. Das war doch das Versprechen. Das war doch das Versprechen der Solidargemeinschaft. Die Starken unterstützen die Schwächeren und nicht die Schwächeren zahlen die Zeche für die Starken und sind dann auch noch das Arschloch der Nation. Ja, Deutschland ist der kranke Mann Europas und zwar bei sozialer Gerechtigkeit. Genießen Sie den Klimawandel. Steffi? Ja? Steffi, ich will dich mal was fragen. Sag mal, findest du mich lustig? Naja, vielleicht lächerlich.
Wieso? Ich mache mir sonst Sorgen, dass du vielleicht zu Drogen greifst, weil der missbräuchliche Konsum von Lachgas hat sich in NRW im letzten Jahr verdreifacht. Oh Gott. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute das nötig haben. Die könnten doch statt Lachgas zu schnüffeln lieber die Mitternachtsspitzen gucken. Naja, also... Ja. Ich weiß nicht, also dem Sieber zuhören, es reduziert doch höchstens den Konsum von Schlaftabletten. Steffi, es muss für das Lachen irgendwas anderes getan werden. Na dann erzähl doch mal einen Witz. Okay, also, kommt ein Mann auf einem Krückstock ins Kaufhaus und fragt, haben Sie Luftmatratzen? Da sagt die Verkäuferin, erster Stock. Sagt der Mann, nein, erst die Luftmatratze. Also Thorsten, das ist überhaupt nicht hier. Guck mal, das sind die Mitternachtsspitzen, 35 Jahre. Das hier ist politisches Kabarett. Hintersinnig, spitzzüngisch, kritisch. Na, dann mach du doch mal einen politischen Witz. Okay, also, Olaf Scholz, wer? Olaf Scholz, kenne ich, ja. Olaf Scholz möchte wissen, was die Bevölkerung wirklich von ihm denkt. Und damit ihn keiner erkennt, tarnt er sich, ne, setzt sich so eine Augenklappe auf und eine Perücke. Und dann geht er auf so einen Marktplatz und spricht einfach irgendeinen Mann an und sagt, was halten Sie von Olaf Scholz? Dann nimmt der Mann ihn am Arm, zieht ihn in so eine Gasse rein, ja, um eine Ecke rum, noch um eine Ecke, in noch eine Gasse rein, dreht sich um, ob jemand gefolgt ist und sagt dann zu Scholz, ich sympathisiere mit ihm. Der war gut, Steffi. Ja, finde ich auch. Hast du jetzt gepupst? Klar. Ich produziere mein eigenes Lachgas. Na, reichlich vorhanden und frei von Nebenwirkungen. Ja, und jetzt zum Jubiläum etwas ganz Besonderes. Sie ist seit einiger Zeit schon Teil des Teams und spielt in unseren Nummern mit. Aber wir haben gesagt, wir brauchen noch mehr Frauenpower auf der Bühne. Und wir freuen uns riesig. Begrüßt mit einem enthusiastischen Applaus. Hier ist Karen Dahmen. Dankeschön. Ja, danke schön. Total schön, heute Abend hier zu sein. Ich bin zukünftig hier bei den Mitternachtsspitzen unter den ganzen Herren für die Frauenquote verantwortlich. Ja, ihr, schwierige Aufgabe, ja? Ja. Ich muss auch sagen, ich, ja. Klar, mein Nachname ist Dahmen, aber das einzig Damenhafte an mir ist mein Nachname. Ja. Aber hey, lieber Quotenfrau als gar nicht auftreten, weil, seien wir mal ehrlich, Frauen werden im Kabarett so häufig aufgestellt wie Windräder in Bayern. Ja? Meistens heißt es, komm, das bisschen Kabarett geht auch ohne Frau. Hier ein bisschen Baerbock, da eine Prise Scholz, hier und da ein gut garnierter Pimmelgag läuft. Ja. Ich glaube, ich bin an meinen Job hier auch nur gekommen, weil meine Stimme am Telefon so tief ist. Ja, die waren richtig enttäuscht, als wir uns zur ersten Probe getroffen haben und ich nicht Thorsten Sträter war. Ja, aber eine Frau fanden sie dann auch okay. Und Christoph kam sogar letzte Woche zu mir und meinte, Karen, es wäre super schön, wenn du ein Solo machen würdest. Irgendwas Feministisches, was dich als Frau so bewegt, ich kann dir den Text schreiben. Ja. Ja. Ja, Feminismus. Also ich muss ja sagen, ich hatte lange nicht das Gefühl, dass ich als Frau mit meinen weiblichen Attributen irgendwie benachteiligt sein soll.
Bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich mich auch meistens mit meinen männlichen Eigenschaften durchschlage. Gut, ich würde jetzt keinem die Fresse polieren, der es nicht wirklich verdient hat. Aber alleine am Telefon für einen Mann gehalten zu werden, das lohnt sich. Ich hatte als Kind schon so eine tiefe Stimme, wusste das aber lange gar nicht, bis irgendwann die Polizei vor der Tür stand. Die Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil die dachten, mein Vater schlägt meine Mutter. Dabei war ich das, die ihre Schwester verprügelt. Das fanden die dann beruhigend und sind wieder weitergefahren. Ja, wir Schwestern, wir haben uns geprügelt. Wir waren eher das, was man vielleicht von Jungs sagen würde. Das liegt vielleicht daran, dass mein Vater eigentlich nur Jungs haben wollte. Ja, kam die erste, war ein Mädchen. Die zweite war ein Mädchen. Ich glaube, wenn mein Vater 3 Mädchen bekommen hätte, das hätte der echt nicht verkraftet. Aber zum Glück hat er 4 Mädchen bekommen. Ja. Ja, 4 Mädchen sind in der Welt meines Vaters so viel wert wie ein Junge. Und jetzt gehe ich so als Vierteljunge durchs Leben und ich habe das Gefühl, dass Männer mich auch irgendwie anders behandeln. Ne? Auf Partys zu meinen Freundinnen sagen die so, na, du bist ja eine schöne Frau, schönes Haar, schöne Augen, willst du was trinken? Und bei mir ist es immer so, jo, geile Friese, Alter, warte mal, Tingeltangelbob. Ey, Männer stellen mir auch super seltsame Fragen, ne? Neulich kommt einer und sagt, kann ich dich mal was ganz Intimes fragen? Ich so, nein. Er so, deine Schamhaare, ne? Sind die auch so rot und gelockt wie dein Kopfhaar? Also erstens ist mein Haar nicht rot. Und zweitens, wenn mein Schamhaar irgendwas mit meinem Kopfhaar gemeinsam hat, dann ist es die Länge. Apropos Länge, kann ich dich mal was Intimes fragen? Echt, Leute! Ey, oder hier, ein Karneval, ne? Kommt einer und greift mir einfach ungefragt ins Haar und zieht dann auch noch volle Kanne dran. Ich so, Alter, geht's noch? Und er so, sorry, ich dachte, es sei eine Atze-Schröder-Perücke. Ja, ich werde von Männern irgendwie nicht als Ganze, sondern nur als halbe Frau gesehen und ganz unter uns. Ich glaube, die beim WDR, die haben das gecheckt. Die haben das gecheckt und sich gesagt, wir nehmen die Karen. Die ist ja eher so eine halbe Frau. Fürs Publikum auch besser, ne? Die muss man ja langsam ranführen. Lass erst mal mit einer halben Frau anfangen und dann beim 45-jährigen Jubiläum eine Dreiviertelfrau und dann, wenn es sehr, sehr, sehr gut läuft, zum 70-jährigen eine ganze. Ich sage euch jetzt mal was. Ob als halb, dreiviertel oder ganz, wir Frauen müssen mal öfter auf den Tisch hauen. Ich habe das gemacht. Ja, sehr gut. Ja, ich habe das gemacht, ja. Bei meinem letzten Fulltime-Job habe ich erfahren, dass mein Kollege mehr verdient als ich. Bin hochgegangen, habe voll auf den Tisch gehauen und habe das Gleiche bekommen wie mein Kollege, der halbtags arbeitet. Und solange das noch so ist, bin ich hier gerne die Quotenfrau. Vielen Dank. Der Text war nicht von mir, nur dass das schon mal klar ist. So, Prost jetzt hier erstmal, oder? Wie läuft's bisher? Gut, oder? Zufrieden mit der Sendung? Zu Hause auch, oder? Geht, oder? Ja, keine Angst, das wird gleich anders. Ich habe eine schlechte Nachricht, ich sattel wahrscheinlich um. Ja, Kabarett ist eine feine Sache, aber ganz ehrlich, du stehst da, dann wird nicht gelacht, weil es nicht lustig war. Oder noch schlimmer, es wird gelacht, obwohl es nicht lustig war. Ist auch schlimm, ja? Und wofür? Dafür, dass wir in der WDR-Kantine das Schnitzel zum ermäßigten Preis bekommen. Toll. Und da habe ich ein ganz neues Geschäftsfeld entdeckt. Und jetzt pass auf, Wasser. Ja, und jetzt gucken hier einige so und sagen, ja, ich will was trinken, ich will mich nicht waschen. Ja, aber pass mal auf, Wasser ist ein Riesentipp. Ja, Wasser, ja, ist über unsere Erdkugel verteilt. Und ja, das wird jetzt einige zu Hause überraschen, die Erde ist eine Kugel. Ja, da denkt man, ja, da ist ja viel Wasser dabei, guck mal rum. Ja, aber nur 2,5% des gesamten Wassers auf der Erde ist Süßwasser.
Nein, damit ist nicht Fanta gemeint. Und von dem Süßwasser ist noch ein großer Teil gebunden, ja, hier in Gletschern, ja, im Permafrost, ja, im ewigen Eis der Pole und übrigens auch im Kratzeis. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Bütchen. Kratzeis, gefärbtes Zuckerwasser im Plastikbecher, die perfideste Erfindung, seit es Wasser gibt, finde ich. Du kriegst es nicht raus. Dir frieren die Finger ab, noch bevor du das ausgekratzt hast. Du hast selbst Lutschfinger, bevor du angefangen hast. Und Kratzeis schmeckt so ein wenig, wie wenn du Spülwasser einfrierst und es dann im Zahnpastabecher wieder auftaust. Das Wasser von Köln ist jod. Ja, Tobi. Das Wasser von Köln bitte, ist jod. Leute, ich möchte hier was Ernstes erklären. Wasser ist ein Allgemeingut und es ist vor allem in Zeiten des Klimawandels ein seltenes Gut. Deutschland gehört zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Und das interessiert dich jetzt nicht, weil du trinkst Kölsch. Ja. Ja, aber Wasser geht verloren, weil es weniger regnet, bei Hitze mehr verdunstet und weil Energieriesen wie RWE zum Beispiel, ja, es nutzen. Allein für den Braunkohletagebau knapp 500 Millionen Liter Wasser pro Jahr. Ja, da muss einer, unser einer, schon eine ganze Weile schlucken, bis er das zusammen hat. Und RWE bekommt das Wasser fast umsonst. Oder noch besser, pass auf, kennt ihr auch, Tesla. Ja? Elon Musk darf seine Autofabrik im eh schon von Wasserknappheit bedrohten Brandenburg bauen und das zu zwei Dritteln auch noch im Trinkwasserschutzgebiet. Eine Fabrik mit einem Wasserbedarf von rund 1,8 Milliarden Liter Wasser. Und so kommt es, dass inzwischen bundesweit Bürger und Bürgerinnen verboten wird, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen, während sich die Industrie oft sogar gratis bedienen darf. Und da frage ich mich, wem gehört eigentlich das Wasser? Ja. Wasser von Köln. Ja. Wasser von bitte. Wir wissen es. Und da nehme ich mir inzwischen ein Beispiel an dem hier. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon erkannt haben. Ich zeige es euch auch mal. Kennst du den? Kennst du den? Das ist Michael Schäff. Das ist jetzt kein Foto von ihm, sondern enttäuschend echtes Phantombild. Warum? Weil es gibt kein Bild von ihm. Du kannst ganz Google durchsuchen, du wirst kein Bild von Michael Schäff finden, einem der reichsten deutschen Multimilliardär. Und womit hat der Kohle gemacht? Wasser. Ja, man denkt Börsenspekulation, Autos, moderierte im WDR. Nein, mit Wasser. In Treuchtlingen in Bayern hat der Grundwasser aus dem Boden gepumpt. Es in Flaschen abgefüllt, bisschen Kohlensäure und Geschmacksstoffe dazu und an Edeka, Netto, Aldi und Rewe verkauft. Pro Jahr knapp 3 Milliarden Liter Mineralwasser und Limonaden. Mit Wasser macht der Milliarden. Ich frage mal, wann kommt der Erste, der Millionen macht mit Luft? Oder Bergluft abgefüllt in den Alpen. Und dann steht einer am Freitagabend auf den Kölner Ringen und zieht sich das für 5,50 Euro aus der Dose so, ah, die gute Bergluft, ah. Ja, und jetzt kommt's, was hat der Michael Schäff für das Wasser an das Land Bayern gezahlt? Nix, null, nada, niente. Bayern sagt, wir gönnen das dem. Es ist zwar ein Allgemeingut und es wird überall weniger, aber der arme Herr Chef, der soll es bitte pumpen dürfen für Umme. Und so hat der Mann ein Menschenrecht, das nicht nur universell und kostenlos ist, in Flaschen abgefüllt, verkauft und Milliarden damit verdient. Das muss diese Leistungsbereitschaft sein, die Friedrich Merz immer wieder fordert. Ja. Ja. Ah, Herr Sieber, das können Sie einfach nicht verstehen, weil Wasser einfach unterschiedlich schmeckt. Herzlich willkommen zur WDR Service Zeit. Wir testen wieder für Sie Dinge, bei denen vorher schon klar ist, was hinterher rauskommt. Teure Sachen müssen nicht immer die besten sein, günstige Sachen nicht immer schlecht und selbstgemacht ist immer noch am besten. Heute der große WDR Service Zeit Wasser Geschmackstest, kurz WSWG. WSWG, das klingt so ein bisschen wie DSDS für Arme. Ja, Herr Sieber, wollen Sie nicht mal so ein leckeres Wässerchen testen? Wasser testen? Ich kenne nur Wasser lassen. Da bin ich inzwischen Spezialist, dafür stehe ich sogar nachts auf. Ja, so groß werden die Unterschiede jetzt nicht sein. Wasser ist halt Wasser. Ja, mitnichten.
Ne, Wasser, das kann süß, salzig, kalkig oder bitter schmecken, ja? Es kann sich am Gaumen spritzig, straff, kühlend, adrestringierend, weich oder sogar seifig anfühlen. Ne, Wasser, das ist ein Genussmittel. So, jetzt testen Sie mal, Sie Trockenschwamm. Ne? Oh, oh. Ich glaube, es ist Wasser. Ach, Mensch. Ich sag nun Acqua Minerale, por favore. Das ist San Pellegrino, Italien pur. Das ist Urlaub im Kopf. Das ist Dolce Vita in Flaschen. Ach, San Pellegrino, das ist Nestlé, die in armen Ländern Grundwasser abpumpen, um es den Menschen vor Ort für teuer Geld wieder zu verkaufen. Das ist nicht Dolce Vita, das ist Dolce Finita. Ja, das ist genau diese linke Verbitterung, die Sie zum Leitungswasser unter den Champagnern hat werden lassen. So, aber probieren Sie doch mal das Nächste. Das wird Sie sicherlich überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ja, probieren wir. Ich glaube, dieses Mal ist es Wasser. Nein, das ist Voss. Das ist das Wasser der Stars. Madonna, Beyoncé, Will Smith, reinstes Wasser aus einem norwegischen Gletscher. Die Flasche entworfen vom ehemaligen Chefdesigner von Calvin Klein. Das ist kein Wasser, das ist Lifestyle. Nur, dass längst rausgekommen ist, dass es gar kein Gletscherwasser ist, sondern hundsgemeines Grundwasser, was die Leute da alle trinken. Bei Ihrer Laune, da wird das Wasser nicht nur still, sondern stumm. So, hier, Nummer 3, was ganz Besonderes. So ein langsam Trinken wirklich ist was ganz Besonderes. Jetzt bin ich aber gespannt, mein Lieber. Ah, dann nehme ich noch einen. Ich glaube, das ist Wasser. Das ist eine Kulturbanause. Beverly Hills, 90H2O, Luxury Collection Diamond Edition. Gibt's wirklich? Ist das wohl teuerste Wasser der Welt, ob Sie es glauben oder nicht. Die Flasche kostet um die $100.000. Was? Wieso? Hat da vorher Madonna drin gebadet? Oder? Nein, Tomburo. Im Ernst? Bitte. Im Ernst? Die Flasche kostet $100.000. Das Wasser ist nur Staffage, aber das hier, das letzte, das wird Ihnen auf jeden Fall schmeckt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, mein Lieber. Was ist das? Das schmeckt gut. Ja, das ist Kölsch. Wisst ihr was? Leute. Das ist mein Geschäftsmodell. So mache ich das künftig. Ich fülle nachher Wasser ab aus der Toilette hier im Wartesaal. Nee, aus dem Hahn natürlich, nicht, dass Sie falsch denken. Ja? Da klebe ich ein Etikett drauf, Aqua Colonia Vartesalis, und verlange 150.000 Euro die Flasche. Und wenn das ein Erfolg wird, dann moderiert den Mitternachtsspitzen beim nächsten Mal Florian Silbereisen. Viel Spaß. Das Wasser von Köln ist gut. Das Wasser von Köln ist gut. Das Wasser von Köln, Wasser von Köln, Wasser von Köln ist gut. Von einem Rohstoff zum nächsten, Gas. Und da heißt es ja, die Sanktionen gegen Russland müssen aufrechterhalten bleiben, weil sie zeigen ja ganz klar Wirkung. Also bei uns. Wir müssen schauen, wo wir Öl und Gas herbekommen. Und Deutschland zahlt dafür teilweise horrende Preise. Öl kaufen wir zum Beispiel inzwischen in Indien. Also das Öl, das Putin vorher nach Indien verkauft hat, kaufen wir von den Indern. Natürlich mit Aufschlag, weil da Reisekosten dabei sind. Bahncard 100 oder so, ich weiß es nicht. Und Gas beziehen wir inzwischen aus Belgien. Belgien ist inzwischen der drittgrößte Abnehmer weltweit für russisches Flüssiggas. Belgien mit 11,5 Millionen Einwohnern. So viel Pommes können die gar nicht frittieren. Nein, das Gas wird natürlich weiterverteilt in ganz Europa und nach Deutschland. Das heißt, wir kaufen inzwischen teures Flüssiggas aus Russland, damit wir das billige Gas aus den Nord Stream Röhren boykottieren können. Das gleiche Gas, das vorher durch die Röhren nach Deutschland geflossen ist, das verflüssigt Putin inzwischen und bringt es per Schiff nach Belgien. Von da beziehen wir es für teuer Geld und füllen damit unsere Speicher und die russische Kriegskasse. Ob dieses geniale Konzept Putin in die Knie zwingt, ich bin mir da nicht sicher. Sicher ist aber eines. Ja? Wir zahlen drauf und die deutsche Bevölkerung bekommt für die gestiegenen Preise, vor allem durch die CO2-Bepreisung, einen Ausgleich, nämlich das Klimageld. Ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert. Ist mal versprochen worden. Also zumindest steht es so im Koalitionsvertrag. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es kommt.
Viel Spaß. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie mir bitte Ihre Postleitzahl und Ihr Anliegen. Wozu brauchen Sie meine Postleitzahl? Die brauche ich gar nicht. Aber Sie haben mich doch gerade danach gefragt. Ja, weil es professioneller klingt. Das machen die von IKEA auch. Ihr Anliegen? Ja, also ich will mein Klimageld abholen. Ja. Ja. Und wann kommt das Klimageld? Kommt das? Ja, also meines Wissens nach ja. Ja, und wann? Naja, das ist wie bei der Deutschen Bahn. Frag nicht, wann der Zug kommt, sondern sei dankbar, dass er kommt. Aber die Ampelregierung hat doch schon im Koalitionsvertrag versprochen, dass mit der CO2-Bepreisung auch ein Ausgleich für die Bürger eingeführt wird. Das Klimageld. Sie sind hier im Bürgeramt. Ja, und? Naja, das ist ein Synonym für nicht zuständig. Wie nicht zuständig? Ich bin der Bürger, Sie sind das Amt. Ja gut, aber wenn ich jetzt eine Vollstreckung bei Ihnen durchführe, dann müssen Sie sich auch nicht strecken und ich bin nicht voll. Aber die Bundesregierung hat's doch versprochen. Ja, dann wenden Sie sich am besten direkt an die Bundesregierung. Ha! Wann kommt denn nun mein Klimageld? Ich dachte, das hat er längst vergessen. Hat er aber nicht. Sonst vergisst er immer alles bis zur nächsten Bundestagswahl. So wie wir. Komm. Ex? Hier, schenke ich Ihnen. Ich will keinen Schnaps, ich will mein Klimageld. Oh, Frühstückspause. Was, Frühstückspause? Es ist 15 Uhr. Hey, ja, wir hängen. Das ist noch die Frühstückspause von gestern. Hallo? 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 Ist da wer? Hallo! Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ihre Postleitzahl? Hä? Klimageld, ich will mein Klimageld. Wir dachten, das hätten Sie vergessen. Das werde ich nicht vergessen und ich kann es auch nicht vergessen, weil Benzin und Heizen werden immer teurer. Und da wurde doch versprochen, dass es dafür einen Ausgleich gibt. Und in Österreich ist es doch auch möglich. Ja, da wird der Klimabonus im Oktober einfach ausbezahlt, antragslos. Was ist das denn? Sie haben das verbotene Wort gesagt. Österreich? Nein, das andere. Antragslos. Sagen Sie das nie, nie wieder, sonst... Sonst was? Guten Tag. Ich bin Ihre digitale Bürgerbehörde. Digitale Behörde, das gibt's doch gar nicht. Gibt es Einhörner? Okay, ich gebe auf. Hallo, ich bin Ihre digitale Behörde. Sagen Sie bitte 1, wenn Sie Probleme haben. Sagen Sie 2, wenn Sie Probleme haben wollen. Und 3, wenn Sie persönlich mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sprechen wollen. 3! Leider sind alle Einhörner im Gespräch. Wir bitten um Geduld. Sie können doch jetzt nicht einfach weggehen, Sie müssen doch dran sein. Hallo! Hallo, bitte! Ich will mit Ihnen reden. Hallo! Hallo, ich bin Ihre digitale Behörde. Sagen Sie bitte 1, wenn Sie Probleme haben. Ich will mein Klimageld! Also diese Gier, die macht einen einfach nur fertig. Aber ich will doch nur das versprochene Klimageld abholen. Das können wir Ihnen ja gar nicht geben. Warum? Ja, also, wie soll ich sagen, wir haben das Geld schon ausgegeben. Was? Mein Klimageld? Ja, wir hatten einen Riesenhaufen Kohle und wir dachten, bevor das abläuft oder wegkommt oder alt wird, geben wir das lieber aus. Moment, Sie haben mein Geld ausgegeben? Ja, für einen guten Zweck. Ah, für die Kindergrundsicherung. So ähnlich. Für die Pflege. Für die Pflege. Für die Pflege und Grundsicherung von Halbleiterfabriken in Magdeburg und Dresden. Und das einfach antragslos. Hm? Guten Tag. Ihre Postleitzahl bitte. Ich bin Ihr persönlicher Behördenberater. Sagen Sie 1, wenn...
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, außerdem hätten wir das Geld sowieso nicht einfach so auszahlen können, weil wir derzeit keine Verbindung von Bürger und IBAN haben. Also das ist kein Problem. Das kann ich Ihnen alles geben. Was? Nein, nein, um Gottes Willen. Wir dürfen nichts annehmen. Vor allem, wenn es keine Kohle ist. Ja, nee, im Ernst. Wir brauchen die Daten von allen Bürgern. Die IBAN von allen Bürgern? Ja, das ist doch kein Problem. Das ist kein Problem? Nein. Ich nehme dieses hochtechnologische Gerät und dann rufe ich da einfach mal beim einfachen Bürger an. Rudolf? Ja? Moment, ich frag den Peter. Peter, da ist eine dran, die braucht irgendeine Bahn für das Klimageld. Ja, Günther, was denn genau für eine Bahn? Eine U-Bahn? Eine S-Bahn? Eine Kegelbahn? Eine Blutbahn, eine Achterbahn, eine Beamtenlaufbahn, eine Carrera-Bahn, eine Hochgeschwindigkeitsmagnet-Schwebebahn oder eine Taliban. Hallo? Ja, was denn für eine Bahn? Eine U-Bahn, S-Bahn, Kegelbahn, Blutbahn, Achterbahn, Beamtenlaufbahn, Carrera-Bahn, Hochgeschwindigkeits-Magnet-Schwebebahn oder eine Taliban. Ja, Moment. Sie sagt, es wäre ihr zu albern. Sie braucht unsere Nummern. Haben wir Nummern? Ja, klar. Wir kennen sogar alle Nummern. Also erst kommt die 1... Dann die 2, dann 3, 4, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9 und natürlich die 0. Hallo? Hast du was zum Schreiben? Okay, also 1... Dann die 2, 3, 4, 5, 6, oh Moment. Nee, sie braucht die Kontozahlen. Ach so. Ja, da muss ich den Manni fragen. Manni! Manni! Wie sind unsere Kontozahlen? Bist du dir da ganz sicher? Ja, also der Manni sagt, aktuell werden die Kontozahlen sehr schlecht. Hörst du? Der Peter sagt, dass der Manni sagt, dass die Kontozahlen aktuell sehr schlecht sind. Ach so, ihr sagt es doch gleich. Peter, sie will die IBAN. Ach so, die IBAN. Ja, ist doch kein Problem. DE 44 44 5468 5468
7933 7933 2165 2165 Ah nee, 2156 Nee, 2156 Beziehungsweise 5245 Beziehungsweise 5245 03 03 Könnte auch eine 08 sein. Könnte auch eine 08 sein. Ja, und was ist jetzt mit dem Klimageld? Sie bringt's lieber persönlich vorbei. Thorsten? Ja? Thorsten, warst du eigentlich bei der Armee? Nein. Du meinst wegen meiner braunen Tarnfarbe und den furchteinflößenden, langen, riesigen Stoßzähnen? Oder um dem Feind die Nerven aufzureiben? Steffi, bevor wir beide eingezogen werden, müsste man uns erstmal anziehen. Tiere dürfen auch gar nicht zur Armee. Naja, in Schottland ist jetzt ein Kaiserpinguin zum Generalmajor befördert worden. Ein Pinguin? Bei der Armee? Warum? Na, vielleicht wegen dem Schwarz-Weiß-Denken. Thorsten, ich habe gehört, viele Menschen, die gar nicht bei der Armee waren, würden heute sehr gerne zum Militär gehen. Ernsthaft? Klar. Olaf Scholz, Habeck, Gambino von den Toten Hosen. Alle haben gesagt, sie würden heute den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Warum? Na, vielleicht, weil sie damals dachten, dass Waffen und Töten nur weiteres Unheil bringt und Konflikte möglichst auf zivilem Weg gelöst werden sollten. Und dass es keinen Sinn macht, auf Leute zu schießen, die man nicht kennt. Im Auftrag von Leuten, die sich zwar kennen, aber nicht aufeinander schießen. Und heute? Heute wissen sie, dass man ganz viele Waffen braucht und dann können die Guten die Bösen einfach wegknallen. Aber ist das nicht ein bisschen... Nein, Thorsten, das heißt solidarisch. Schade, dass die drei keine Pinguine sind. Wieso? Pinguine haben ein gutes Gedächtnis. Michael Hatzius! Bitte, Leute, behaltet die Stimmung bei, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause vor dem Bildschirm. Wir feiern 35 Jahre Mitternachtsspitzen und da haben es sich die nun folgenden Kollegen nicht nehmen lassen, nochmal in ihrer Paraderolle in den Wartesaal zurückzukehren. Bis heute unvergessen und damit auch unsterblich. Hier sind Loki und Smokey. Loki? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Was denn, Helmut? Irgendwas. Nee, Helmut, ich bin's leid. Ich frag dich nichts mehr. Jetzt sind wir schon im Himmel und immer noch erklärst du mir 24 Stunden am Tag die Welt. Damit ist Schluss und rauchen hör ich auch auf. Loki, das schockiert mich. Hm. Du weißt, du musst rauchen. Hm. Frische Luft ist wichtig. Nein, und dieser Spezialist, der uns mal in den Hals geguckt hat, meinte auch, so viel Ruß hätte er noch nie gesehen. Das war ein sehr unwissender Arzt. Das war kein Arzt, das war der Schornsteinfeger. Also. Aber du hast immer geraucht.
und mich sogar dazu ermutigt. Ja, aber nur, weil du beim Ziehen wenigstens mal eine Sekunde nicht geredet hast. Helmut, all die Jahre hast du immer nur geredet und geredet, wie alle Männer, die älter werden. Und du hast mir nie eine Frage gestellt, weil du denkst, alles, was weiblich ist, ist uninteressant. Lucky, das stimmt nicht. Du weißt, dass die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben weiblich sind. Die Kippe, die Fluppe und die Stange. Ja, aber nicht deine Frau. Dabei habe ich dir immer den Rücken freigehalten. Ich habe jahrzehntelang am Herd gestanden, habe mich um unsere Tochter gekümmert. Hattest du dazu jemals eine Frage? Sogar zwei. Seit wann haben wir eine Tochter? Oh. Und wo ist dieser Herd? Helmut, ich leide darunter. Andere Frauen werden von ihren Männern mal gehört, geherzt und gestreichelt. Und du? Ich werde geräuchert. Nie bin ich zu Wort gekommen. Schon bei unserer Hochzeit, als der Pfarrer mich gefragt hat, ob ich dich heiraten will. Was war da? Ich hatte noch nicht Luft geholt. Da hast du schon gesagt, ja, sie will. Typisch Mann. Schon als du jung warst, hast du dich nicht dafür interessiert, was das andere Geschlecht denkt. Ach, Lucky, das ist normal. Hm. Als ich jung war, gab es auf der Erde ja noch kein anderes Geschlecht. Das kann ich dir erklären. Nein, 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 nein. Es gab ja damals nur das Vakuum. Ja. Und dann haben Gott und ich daraus die Welt erschaffen. Ja, ich kenn die Story, Helmut. Ja, du hast die ganze Welt gemacht und das Vakuum war am Ende weg. Nicht ganz. Es ist inzwischen stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. Außerdem habe ich immer mit Frauen zusammengearbeitet. Hm. Ich habe mit Jeanne d'Arc in Frankreich die SPD gegründet. Ja, ja, ja. Ich habe mit Kleopatra die Pyramiden gebaut. Ja, ja. Und ich habe mit meinem Freund Henry Kissinger viel über Frauen gesprochen. Kissinger, noch einer, der mit 100 noch allen die Welt erklärt. Ja, Henry wollte übrigens auch schon längst zu uns in den Himmel auffahren. Mhm. Aber es hat nicht geklappt. Warum eigentlich nicht? Er hat den Flug mit der deutschen Flugbereitschaft gebucht. Mhm. So. So, Lucky, und jetzt rauch wieder und hör mir zu. Nein, Helmut, es muss sich was ändern. Männer wissen seit tausenden von Jahren alles besser. Männer bestimmen alles und Frauen sollen die Klappe halten. Aber was ist dabei rausgekommen? Es gibt nur Kriege, die Demokratie geht den Bach runter und das Klima ist kaputt. Männer sind das Problem. Aber nicht ich. Mm. Ich habe mich immer für eine bessere Welt eingesetzt. Oh. Auch für das Klima. Mm. Ich erhitze zum Beispiel Luft beim Ansaugen. Damit gelte ich in Sachen Klimaschutz nicht als Problem, sondern als Wärmepumpe. Und Loki, du hast recht. Mm. Diese Welt da unten ist nicht mehr schön. Nein. Alles ändert sich. Ja. Aber gerade deshalb muss doch irgendwas so bleiben, wie es ist. Mm. Und zwar wir beide. Mm. Denn ich war schon dabei, als Gott die Welt in 2 Wochen erschaffen hat. 2 Wochen? Ich denke, das war eine. Ja, in der ersten Woche hat er die Welt erschaffen. In der zweiten etwas, das absolut perfekt war. Was denn, Helmut? Dich, Loki. Oh. Und jetzt höre ich dir auch mal 10 Sekunden zu. Ehrlich? Darf ich dich aber vorher noch was fragen? Was denn, Loki? Hast du mal eine Kippe?
Und du, Domenico! Ja. 35 Jahre Mitternachtsspitzen, ja, und es geht mit den Mitternachtsspitzen übrigens den ganzen Abend weiter, die ganze Nacht durch, bleiben Sie dran zu Hause. Und viele würden bei so einem Jubiläum auf die Vergangenheit zurückblicken, aber wir haben uns gesagt, zurückblicken kann jeder. Wir blicken lieber voraus auf die nächsten 35 Jahre. Januar 2024, nachdem Christoph Sieber Millionen mit dem Verkauf von Wasser verdient hat, tritt er als Moderator der Mitternachtsspitzen zurück und in die FDP ein. O-Ton Sieber, solange der Wartesaal keinen Yachthafen hat, muss die Kritik am Kapitalismus ohne mich stattfinden. Juni 2024, die deutsche Nationalmannschaft fliegt bei der Europameisterschaft im eigenen Land schon in der Vorrunde. Sang- und klanglos raus. Wieder muss ein neuer Bundestrainer gesucht werden. Alle verfügbaren Trainer sagen ab. Also alle bis auf Lothar Matthäus. Oktober 2025. Bei der Bundestagswahl gehen die Grünen als klarer Sieger hervor. Anton Hofreiter wird neuer Kanzler. Noch in der Nacht werden bundesweit sämtliche Schnitzelhäuser geschlossen. September 2026. In einer Bierzeltrede betont Friedrich Merz, dass Brilon Deutschland sei und nicht Kreuzberg. Kreuzberg stimmt dem ausdrücklich zu. Juni 2027, der WDR warnt nun bei allen Sendungen vor deren Inhalten. Bei der Sendung Wunderschön mit Tamina Kallert seien beispielsweise mehrfach auch unschöne Dinge zu sehen, wie das Sauerland, die Rhön und die Mütze von Thorsten Schräter. März 2032, in einer Bierzeltrede betont Friedrich Merz, dass Dienstlaken Deutschland sei und nicht Nizza. Juli 2034. Aus gesundheitlichen Gründen werden bei den Mitternachtsspitzen die Schweine durch vegane Tofu-Würste ersetzt. Dezember 2036. Die FIFA ändert die Spielregeln. Aus Fairnessgründen darf die deutsche Fußballnationalmannschaft nun die Hand mitbenutzen. Der 76-jährige Rudi Völler wechselt sich in der 85. Minute selbst ein und wirft das 1:1 gegen Angstgegner San Marino. Oktober 2037. Bei der Bundestagswahl wird die AOK stärkste Kraft. Ein Stützstrumpf der Marke Triumph wird neuer Kanzler. Er kündigt einschneidende Maßnahmen an. April 2042. In einer Bierzeltrede betont Friedrich Merz, dass Deutschland Bottrop sei und eben nicht Iserlohn. Führende Politiker fordern daraufhin die Umbenennung von Friedrich Merz in Peter April. Juni 2045. Der WDR wird komplett unter Denkmalschutz gestellt. Veränderungen sind ab jetzt ausgeschlossen. Intendant Luke Mockridge betont ausdrücklich, dass das Programm nicht angefasst werde. Dezember 2050. Der DFB gesteht, es gibt nicht nur ein Rudi Völler. In einem geheimen Labor werden seit den 80er Jahren Rudi Völlers in Masse produziert. Und unter den Namen Tante Käthe, Miss Tilly und Philipp Simon eingesetzt. Oktober 2058, in einer Bierzeltrede, nein, kleiner Scherz. Oktober 2058, die Mitternachtsspitzen feiern 70-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums darf Thorsten endlich mal einen kompletten Satz zu Ende, ist ja noch nicht so weit. Heute. Nach einer endlosen Geburtstagssendung kriegt Steffi jetzt endlich mal was zu saufen. Prost. Das waren die Mitternachtsspitzen. Die Jubiläumssendung. Und jetzt geht's weiter im WDR mit Mitternachtsspitzen. Und heute mit dabei unsere Gäste. Wilfried Schmickler, Uwe Lico. Vielen Dank an Philipp Simon. Karen Dahl. Martin Meyer-Bode, Joy Seel und Michael Hatzius. Und das links
Grün verzichtet Zwangsgebührenorchester, Tobi Hebelmann und Till Mentzer. Ja, wir sehen uns wieder am 28. Oktober. Bleiben Sie uns treu. Auf die nächsten 35 Jahre. Tschüss. Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klickt hier oder da oder hier oder... Ihr wisst schon.